ist von Abdullah ibn Umar, radwallah alayhima. Er sagte, ich hörte den Propheten sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam sagen, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Jeder von euch ist verantwortlich und er wird nach dieser Verantwortung gefragt. Der Imam ist verantwortlich und er wird gefragt nach seiner Verantwortung, das wird, was er bewahren sollte. Und der Mann ist in seiner Familie auch verantwortlich und er wird danach gefragt. Die Frau ist im Haus ihres Mannes auch verantwortlich und sie wird danach gefragt. Und der Diener ist im Vermögen von seinem Herrn auch verantwortlich und er wird danach gefragt. Er sagte, ich hörte diese Wörter vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und ich denke, er sagte auch, und der Sohn ist verantwortlich im Vermögen, bezüglich Vermögens seines Vaters und er wird danach gefragt. Jeder von euch ist verantwortlich und jeder wird gefragt nach dieser Verantwortung. Das wird am letzten Tag, wird man danach gefragt. Diese Überlieferung ist sehr wichtig, weil diese Überlieferung zeigt, dass die Muslime verantwortlich sind. Und der letzte Satz vom Hadith, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul, das bedeutet, jeder von euch wurde etwas anvertraut und er muss sich darum kümmern. Und wenn er das nicht macht, dann wird er zur Rechenschaft gezogen am letzten Tag. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn fragen am letzten Tag nach seiner Verantwortung, die er in dieser Dunya gehabt hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat angefangen von obersten Stelle bei den Muslimin, fal-Imam. Der Imam hier bedeutet der Khalif. Der Khalif oder Oberhaupt der Muslime. Oberhaupt der Muslime, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm eine Aufgabe gegeben. Er ist Führer für die Umma, der muss sich um die Leute kümmern. Der muss gerecht sein, der muss nach Koran und Sunna handeln und der muss Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Wenn er sich nicht kümmert um seine Umma, und wenn er seine Verantwortung nicht wahrnimmt, dann wird er zur Rechenschaft gezogen. Am letzten Tag hat er gut gemacht, wird er Gutes bekommen. Hat er schlecht gemacht, Allah subhanahu wa ta'ala wird entscheiden, was mit ihm passiert. Deshalb Verantwortung ist kein leichtes Wort, was man lippenmäßig sagt, sondern Verantwortung ist Handlung. Verantwortung ist, dass man nicht faul ist, sondern da muss man wissen, ich habe eine Aufgabe, Allah hat mir eine Aufgabe gegeben und Allah hat mir sozusagen Pflichten, subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala hat mich verpflichtet und Allah subhanahu wa ta'ala hat mir Rechte gegeben. Wenn ich meine Rechte nehmen will, dann muss ich auch meine Verpflichtungen nachgehen. Oberhaupt der Muslime ist verantwortlich. Für wen? Für die ganze Umma, für die ganzen Muslime. Wie sollte er handeln? Der sollte sich kümmern. Gerechtigkeit muss herrschen. Der muss die Leute schützen. Der muss die Leute in die richtigen Wege bringen und nicht in die falschen. Der muss zum Guten aufrufen und das Gute fördern, unterstützen und nicht, wal'iyadu billah, haram und nicht schlechte Dinge. Wala hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Dann barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, der Mann, der Ehemann in der Familie ist verantwortlich. Der Mann ist für die Familie verantwortlich. Es gibt hier zwei Verantwortungen oder zwei Verantwortungsarten. Einmal finanziell und einmal seelisch, sozial und erziehungsmäßig. Das heißt, der Mann muss für die Familie aufkommen, der muss für die Familie da sein,
der muss nach der Versorgung und Lebensunterhalt suchen und der muss auch sich kümmern um die Familie, indem er die Familie gut erzieht, indem er diese Familie, indem er sich kümmert um die Familie, dass sie besser und besser werden. Die Frau ist auch verantwortlich, indem sie zu ihrem Mann steht, ihre Kinder gut erzieht, im Dienst ihres Mannes ist, indem sie gute Ehefrau wird, indem sie diesen Zusammenhalt der Familie bewahrt und die wird danach auch gefragt. Auch der Diener ist verantwortlich. Der Diener, sein Herr sagt ihm oder jemanden, du beauftragst ihn mit was zu machen, der muss das richtig machen. Auch der Sohn und die Tochter in Vermögen oder in der Familie, die müssen auch ihre Verantwortung Barakallahu fikum, richtig übernehmen und danach handeln. Und am Ende sagte der Prophet, jeder von euch ist verantwortlich für irgendwas. Du bist verantwortlich für dich selber mindestens. Und jeder von euch wird gefragt am letzten Tag. Deshalb, Islam heißt Verantwortung. Das heißt, dass man sagt, ich bin Muslim. Automatisch hast du dann zugegeben, dass du Verpflichtungen hast und dass du verantwortlich bist und du musst dich kümmern. Wenn du das nicht machst, dann wirst du zur Rechenschaft gezogen am letzten Tag.